Hallihallo, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz aus dem rostigen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald. Auch heute sitzt euer alter Knacker wieder im Essbereich, direkt neben der Baustelle des Eitle Kinderkram, das hoffentlich noch heuer oder auch irgendwann als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sätze eröffnen wird. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Einen Kochhandschuh, der ist ganz wichtig, wenn ihr irgendwas kocht. Heiße Pfanne oder gar so ein Holzofen. Drum ist auch so schwarz. Ja, nicht vergessen, Kochhandschuhe anziehen. Ja, und ich habe euch noch was mitgebracht. Von der Firma Lego. Das Lego Set 119. Das große Lego Zugset mit kompletter Bahnanlage. Die ist so komplett, dass ich sie gar nicht auf den Tisch bekomme. Es sind noch dabei Weichen und es ist noch ein automatischer Vor-Rückwärts-Umschalter. Das habe ich mir jetzt gespart. Ihr seht hier ein schönes Schienenoval mit einer bereits mitgelieferten Schrankenanlage und einem Signal. Und ihr seht, nicht wirklich, aber ein bisschen, das Signal ist rot unten, fährt nicht. Und ich sage es euch gleich dazu, der ist alt. Der braucht ein bisschen Unterstützung. Schauen wir mal, ob er es schafft. Es ist ein langer Zug, es sind zwei riesige, schwere Waggons dran. Ein Tender mit der Batterie und die Lok. Schauen wir mal. Ich schalte mal Signal los. Und schon fährt er. Schauen wir, ob er eine Runde schafft. Die Kurven sind natürlich besonders anstrengend für so eine 119er Lok. Oh, ist das toll. Er macht's. Ich sag's euch, der fährt eine Runde. Ich schalte jetzt wieder auf hoch. Dann bleibt er hier vielleicht stehen. Schauen wir mal. Ist das nicht genial? Wahnsinn, ich bin begeistert. Set Nummer 119, 401 Teile. Ich schalte jetzt da mal die Batteriebox ab. Und erzähle euch ein bisschen was dazu. Wir reden von der blauen Ära, das heißt, wir haben die blauen Schienen. Ihr wisst, die innere Schiene ist immer glatt, die äußere hat die Zacken, damit die Zähne, damit das gut fahren kann. Ich fange von hinten an, wie sich's gehört. Wir haben einen wunderschönen Passagierwaggon. Dieser Waggon hat 8 wunderbare 1x2x2 Fenster und er hat 4 Gartentüren, sage ich jetzt mal, die man so schön aufmachen kann, damit die Leute einsteigen können. Das war es dann aber schon. Da rein kann er nicht mehr, denn diese Türen sind nicht zu öffnen. Er ist gelb-rot gebaut, das Dach wie meistens grau. Und ihr seht, die Dachabteilung hat so Lücken, da kann man durchgucken. Ganz toll. Wir haben unten die normalen 3001er Steine, auf denen die Modified Steine für die Räder sitzen. Das Ganze ist eigentlich recht simpel aufgebaut, kann man sagen. Es gibt einen blauen Magnet. Einen roten Magnet, die ziehen sich gegenseitig an, blau und blau stoßt sich ab, rot und rot stoßt sich ab. Und dann haben wir ganz exakt dasselbe nochmal. Es sind zwei absolut baugleiche Waggons dabei, eine wunderbare Sache. Jetzt wird es ein bisschen spannender, jetzt kommt nämlich dieser Lokverbund mit Tendern. Das ist eine wunderbare Sache, ich hebe das mal da so ein bisschen rüber. Es ist so, grundsätzlich gehört da die Typ A Motorabteilung hinein. In diesem ist es Typ B Motorabteilung. Warum? Weil ich keinen A hatte. Der Unterschied, ich habe es schon mal in einem Video erklärt, ist, dass der A ein bisschen höher ist mit 4 Steinhöhe, während der B Typ nur 3 1/3 Stein, also 2 Platten weniger. Deshalb sind in dieser Lok da oben 2 Platten eingebaut, damit die Motorhöhe passt. Auch der Batteriekasten ist nicht der A-Typ, sondern der B-Typ. Deshalb sind hier die Stecker so knapp aneinander. Aber egal, denn er hat unten, und ich werde das jetzt hochtechnisch zerlegen. So wollte ich es nicht zerlegen, aber das darf man nicht so eng sehen. Er hat unten die 2 Kontakte noch drauf, die Typ B. Und diese Kontakte machen eine elektrische Verbindung
zu dieser wunderbaren Spezialplatte, die seitlich einen Richtungsschalter hat. Wenn der Hebel nach vorne steht, fährt der Zug nach vorne. Steht der Hebel nach hinten, fährt der Zug nach hinten. Und der automatische Richtungsumschalter ist nichts anderes als ein Zumpfe. Wenn der Zug dagegen fährt, drückt es den Hebel nach hinten und er fährt noch rückwärts weg. Also eine ganz simple Sache. Deshalb, weil das ja ein Richtungsschalter ist, sind die Stromkabel zum Motor nicht an der Batteriebox, sondern an diesen Umschalter befestigt. Ich schaue jetzt nur, dass ich das richtig drauf baue, sonst habe ich dann einen riesen Zoff, wenn er nicht fährt. Und ich bin mir sicher, ihr wollt das nochmal wahrsehen. Ja, ich habe es mir gedacht. Wir werden das nochmal versuchen. Zur Lokomotive. Ein schlichter schwarzer Aufbau mit spannenden 1x2x2 roten Fenstern, einen ganz cool aufgebauten Schornstein und unten den Motor. Und ihr seht an diesem Motor, ich halte euch das mal vor die Nase, ist hier dieser kleine Kontaktschalter montiert, den ich euch ebenfalls schon mal vorgestellt habe, der ganz einfach die Info gibt, dass die Lok stehen bleiben soll. Denn dieses Signal tut nichts anderes, als in der Mitte der Schiene eine kleine Platte zu heben und senken. Wenn sie gehoben ist, löst der Kontakt aus und der Zug bleibt stehen. Eigentlich eine ganz simple Sache. Ich baue das wieder drauf, denn mal ehrlich, wir werden das unbedingt nochmal versuchen, dass das Ding fährt, oder? So. Alle bereit? Los geht's. Nun müsst ihr einschalten auch. Bin gespannt, ob ich das richtig eingeschaltet habe. Ich könnte mir vorstellen, dass der Strom aus ist. Vielleicht sehen wir nicht mehr fahren. Ich muss zugeben, die Batterien waren schon ziemlich am Ende. Und wie es aussieht, das wird nichts mehr. Stellt euch einfach vor, dass er noch eine Runde fahrt. Ich könnte doch irgendwie schneiden, oder? Nein, mache ich nicht. Ihr habt es gesehen, es ist eine ganz tolle Sache. Das Lego Zugset 119. Lang ist es her, 1968, 401 Teile. Also ich bin entzückt. Ich freue mich schon, wenn das Ding dann im Eitle Kinderkram steht, schön unter Glas und dann könnt ihr es jederzeit anschauen. Apropos Eitle Kinderkram. Kommt doch mal vorbei. Ja, ich freue mich. Schaut auf die Homepage, wann geöffnet ist. Springt ins Auto oder Zug und kommt her und schaut euch diese wunderbare Lego-Sammlung an. Es gibt Lego-Züge und Lego-Technik. Ihr habt es unten in YouTube verlinkt. Alle Playlists von mir, wo alles vorgestellt wird, was irgendwie ist und kommt und was und überhaupt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Video. Immer Donnerstag und Sonntag kommen die Zugvideos. Immer Dienstag kommen die rot-weiß-roten YouTube-Kanal-Videos. Seid dabei, seid's kein Ei. Bis dann!